Ich fuck sowas so krass ab, das ist insane. Das, ich weiß nicht warum, das triggert mich so hart. Auf der anderen Seite ist mir eigentlich auch vollkommen egal, wie er seine Tastatur dahin stellt. Es macht mich so sauer einfach. Ich fühle es einfach so sehr. Manchmal habe ich das Gefühl, Basti GRG ist sozusagen sein GLP. Weil Pabalado, Junge, sein Zimmer sieht halt auch einfach sehr random aus. Ist trotzdem geiles Zimmer. So Leute, heute gehen wir mit unseren reichen Freunden essen. Schöne Uhr. Danke. Das ist eine Rolex Lexumbody mit einem Ferrari-Mitglieder. Wie viel hat die gekostet? 130 so. Was? 130? Ich habe auch genau die gleiche für 130 in Istanbul bekommen. 1000. 130.000 hat die gekostet. Ist deine Uhr etwa nicht original? Doch. Du meintest aber, dass die 130 gekostet hat. Millionen. 130 Millionen. So. Dann hat er die Premium Model Trucker Edition. Die kostet in der Tat 130 Millionen Euro. Oh, oh, natürlich. Wow. Ja, krass. Guten Tag, Ihre Bestellung bitte. Einmal das Übliche bitte. Kaviar Rumble und den Thaddeus eingetunkt in Kaschmirwolle. What the fuck? Für mich den hausgemachten Lachs. Nicht gebacken, sondern flambiert im blauen Grumbrühl. In Ordnung. Und für Sie, der Herr? Eine Suppe. Ganz klassisch Käsetoast mit Ketchup und Mayo. Oh, no, Kaki. Das willst du essen? Nein, ich wollte... Ja, aber er hat die Uhr für 130 Millionen. Er kann alles. Das nur bestellen und dann direkt wegschmeißen, weil sowas essen nur Geringverdiener so. Ach so. Ah. Ey, Junge. Ah. Schinken-Käsetoast. Im, also veganer Schinken-Käse-Toast, ich würde natürlich niemals Ecker essen. Oh, ist geil, so im Skiurlaub, Alter. Das Krasse ist ja an sich, dass der ein oder andere YouTuber ja tatsächlich eine Uhr für irgendwie 130.000 hat. Ich habe eine Garmin-Uhr. Damit kann ich, wenn ich wandern gehe, so alles tracken. Ist keine Werbung. Aber ist cool. Dann weiß ich, okay, so und so viele Höhenmeter bin ich gelaufen. Mega cool. Okay, Lisa, können wir los? Achso, ja, ich muss nur noch kurz einen Termin beim Zahnarzt machen. Achso, ja, dann mach kurz. Rufst du jetzt dann an? Ja. Ah, ich bin auch so einer. Es ist so dumm, Mann. Ich hasse es einfach zu telefonieren, Mann. Keine Ahnung, ich trau mich nicht. Ich stell dich nicht so an. Ja gut, das sind mit dem nicht trauen, aber ich habe einfach keinen Bock, Mann. Ja, wir haben keinen Termin. Kannst du vielleicht für mich einen Termin machen? Ja, okay, dann gib her. Ach, danke, du bist wirklich die Beste. Ja, und dann habe ich gesagt, dass... Nein, oh mein Gott. Hey, wer ist denn das? Geh mal schnell hin, geh mal schnell hin. Na! Hallo? Selina, sollen wir dann jetzt Pizza bestellen? Ach so, ja klar. Ja, okay, ich nehme Pizza Fungi. Ja, Herr Lisa. Junge, beste Erfindung, online bestellen. Lieferando, Volt, whatever. Du doch kurz an, du hast doch die Nummer von der Pizzeria schon. Ach so, ja klar, stimmt. Ich nehme Pizza Salami, aber mit ganz viel Käse. Boah, ich muss gerade echt irgendwie voll auf Klo. Willst du kurz anrufen und so, dann gehe ich kurz auf Toilette. Du möchtest doch nur nicht anrufen. Nee, ich will schon anrufen, aber ich muss echt ganz dringend. Ja, genau, ist gleich, ruf an, gib her. Bei uns hat auch wirklich niemand Bock zu bestellen. Boah, lass mal. Weil es dann aber auch so, ja, Pizza Mais ohne Käse mit Knobisoße und ja. Kino. Ja, okay, von mir. Au! Hä, was ist denn? Oh. Lisa, ruf einen Krankenwagen. Aua. Okay, okay. Hier kannst du anrufen. Ah, Mann, Selina. Ah, ja. Selina, kannst du anrufen? Ja, ey. Hat sie halt Pech gehabt. Irgendwann sterben wir alle. Die Webseite, wenn nicht langweilig ist. 1megabricks.com. Hier könnt ihr einfach Lego bauen. Der Vorteil ist, ihr habt unendlich viele Bausteine und ihr könnt bauen, was ihr wollt. Bisschen wie What? Das ist ja Lego-Technik. Minecraft. Nummer 2, Internet-Map. Hier seht ihr die meistbesuchten Websites im Internet. Dabei sind zum Beispiel Google und Facebook. Aber es gibt auch kleinere Websites, wie zum Beispiel Among Us. Was? Aber das war doch nicht die offizielle Seite. Diggi. Alter, übertreib. Das würde ich vielleicht nicht mal auf zwei Rädern packen. Aber Digi, bitte, mach einfach Helm. Ich weiß, du bist ein krasser Fahrradfahrer, aber Helm, ey, Mann. Du benutzt immer noch Optifine für Minecraft, obwohl es 2024 ist. Okay, was benutzt man heutzutage? Dann solltest du dir unbedingt mal die Mod Sodium anschauen. Mit Sodium habe ich schon von gehört. Hast du nämlich sehr wahrscheinlich einfach wesentlich mehr FPS und brauchst durch die Mod Iris dann sogar nicht mal auf Shader verzichten. Über Vanilla Minecraft brauchen wir ja gar nicht erst reden. Die FPS sind selbst mit gutem PC eher, naja, und flüssig ist das Game auch nicht wirklich. In neueren Versionen wie der 1.20.4 bringt Optifine jetzt aber auch nicht wirklich die große Abhilfe. Man hat vielleicht ein paar FPS mehr, aber nichts Auffälliges. Sodium bringt die Performance dagegen ganz offensichtlich auf ein neues Level. Man hat im Vergleich wirklich wesentlich mehr FPS und sie wirken auch direkt viel stabiler. Natürlich muss man auch sagen, dass Optifine schon ein paar nette andere Features mit sich bringt. Sagen wir mal diesen Zoom. Aber mittlerweile gibt es für alle kleinen Features von Optifine eigene Mods, wo man sich ganz genau aussuchen kann, was man überhaupt haben möchte. Mal ganz abgesehen davon, dass man mit Sodium
noch Mods wie Lithium, Phosphor, Neusium oder Envidium nutzen kann, um Minecraft wirklich an allen Ecken zu verbessern. Junge, 1600 FPS. Verbessern. Das muss ich tatsächlich mal ausprobieren, aber das ist alles für Java, wusstest ne? Du schon, es leben über 200 Katzen in Disneyland. Warte, die Katzen oder richtige Katzen? Damit meine ich aber nicht die Katzen aus Aristocats, sondern die echten kleinen Vierbeiner. Nach Parkschluss was? Werden sie rausgelassen und sollen dann die die Ratten und Mäuse. Und Mäuse vertreiben. Ja, warte, aber was machen die denn tagsüber? Ja, können wir einen Stuhl haben? Du, haben wir noch einen Stuhl da? In der letzten Reihe vielleicht? Ja, ja. Ach, guck mal, in der letzten Reihe da hinten könnt ihr euch einen holen. Weiß, Freitag, letzte Stunde, Mathe, Doppelstunde. Oh, Junge, wer sowas ansetzt, das ist ein Verbrechen. Also wir sind alle genervt und gestresst, aber ich diskutiere doch auch nicht. Mann. Frau Flutscher, kann ich bitte auf Klo? Also, ob du aufs Klo kannst, weiß ich nicht, ne? Geh, komm, schnell, 2 Minuten. Zu der Lautstärke zu uns. Es darf einem ja nicht verwehrt werden, auf Klo zu gehen. Aber was ist, sagen wir mal, jetzt rein theoretisch? Ich gehe auf Toilette und es ist ein großes Geschäft und es dauert länger. So, Viertelstunde oder so. Darf ich das? Also, ab wann ist zu viel? Die traurige Geschichte von Peely. Peely kam im Chapter 1, Season 8 auf die Fortnite-Map. Doch seitdem er da ist, hat er nur Unglück. Denn als oh nein, die arme Banane. Indiana Jones damals den Schatz aus der Höhle geklaut hat, konnte man sehen, wie Peely am Stein erwischt wurde. Danach wurden Peely und Jonassy zusammen von Darth Vader in seinem Raumschiff getötet. Scheiße. Und das war's noch nicht. Denn beim Live-Event wurde Peely von Ryu mit seiner Special-Attacke getötet. Und als der Mandalorian dann in Fortnite kam, hat jetzt mal ohne Witz, was für geisteskranke Kombos gibt's denn bitte eigentlich bei Fortnite? Für Indiana Jones, Star Wars, Street Fighter, Marvel gab's, alles. Der Peely in eine Eisbanane verwandelt. Doch das war's immer noch nicht. Denn als die Fortnite-Map damals untergegangen ist, haben sich Peely und Jonassy in einem Bunker versteckt. Doch das Essen ging ihnen aus. Oh, und dann hat sich Jonassy einfach einen Milchshake aus Peely gebaut. Ein Like ist ein Leben mehr für Peely. Oh, armer Peely, Mann. Mein Sohn wirklich krank in die Böhne? Oder? Wenn deine Mutter Oh. Na was, das kann doch nicht sein. Mich trifft gleich der Schlag. Ja, wo ist aber das letzte Kinderüberraschungsei? Mama, was machst du an meinem PC? Hallo? Ich habe gerade hier raufgeguckt und da stand, du hast in dem einen Spiel 8941 Spielstunden. Das Ding ist, meine Eltern waren sowas von nicht interessiert an PC. Die hätten gar nicht gecheckt, wo sie gucken müssten oder so. Die haben auch nie auf meinen PC geguckt. Gott sei Dank. Ist das real? Stimmt die Angabe oder verwechseln die das mit Sekunden? Ja, es kann schon sein. Ich meine, ich spiele das Spiel ja auch schon ein bisschen. Da kommt halt auch eine Menge Zeit zusammen. Warte mal ganz kurz, mir explodieren gleich meine Eier, die ich gar nicht habe. Weißt du, wie viel Zeit das ist? Naja, ich glaube, so um die 372,5 Tage oder so. Sag mal, wann hast du angefangen, das Spiel zu spielen? Ich glaube, so 4 Jahre ungefähr. Das sind 6 Stunden am Tag. Warte mal, wie kann man 6 Stunden am Tag spielen, wenn man eigentlich... Easy. 8 Stunden schläft, 6 bis 8 Stunden in der Schule ist, teils beim Sport mit mir bei der Omi und sonst was. Wie geht das? Gute Frage, das frage ich mich manchmal auch, weil ich... Halt die Fresse, du sagst mir jetzt, wo die Spielzeit herkommt. Sag mir, wo holst du die Zeit her? Also, es könnte sein, dass ich nicht immer um 22 Uhr ins Bett gehe und manchmal noch ein bisschen am PC sitze. Ja, obwohl ich muss sagen, abends? Ah doch, ich hab lange gedaddelt. So, habt ihr alle fertig abgeschrieben? Nein, noch nicht. Na, mal, ich war noch nicht fertig. Hol dir die Mitschrift von... Es war mal das Geilste, wenn der Lehrer wirklich so richtig schnell alles wegradiert hat, also weggewischt, und die halbe Klasse so, oh, nö, und dann alle so, ja, und der Lehrer, ja, scheiße, jetzt... Ihr wisst, was ich meine. Da musste man, ja, wer hat's denn schon? Ja, dann schreibt's bei dem ab. An den Banknachbarn. Jo, hast du? Easy. Danke. Oh, ich wollte die Mitschrift von der Tafel, nicht ein Rezept von deinem Arzt. Das ist die Mitschrift. Wie? Und um was steht da? Sag mir mal. Ja, stimmt. Die Leute, die ihre eigene Schrift nicht lesen konnten. Chinesische Präsident? Den Rest weiß ich auch nicht. Find's heraus. Soll ich jetzt deine Schrift entschlüsseln? Sehe ich aus wie ein Archäologe oder was? Ja, den gib her, wenn du nicht brauchst. Ist ja gut. Nicht mal, wenn ich dem Postboten eine digitale Unterschrift gebe, schreibe ich so hässlich. Okay. Ist das den Preis wirklich wert? Denn dieses Maus- und Tastatur-Setup kostet 350 und dieses 40 Euro. Was ist die beste Preisklasse? Ich habe alle getestet und wir fahren mit der günstigsten. Ich glaube, wie immer ist es so ein bisschen die goldene Mitte. So, weil ich glaube, so die ganz günstigsten Dinger, die sind auch ein bisschen crappy, aber wenn du ein
bisschen was investierst. So dieses Preis-Leistungs-Sieger. Mauspad gab es natürlich dazu, zu der Maus hier. Und dann fehlt natürlich noch die Tastatur. Das hier insgesamt kostet so viel, wie nur das Kabel der Tastatur. Von dem. Also ich sag, bei Tastatur musst du nicht so viel ausgeben. Maus-Tastatur-Setup. Ein paar Tasten funktionieren nicht, plus die sind nicht so super hochwertig. Aber zocken kann man auf jeden Fall schon. Ey, ich hatte jahrelang 20€ Tastaturen. Die waren gut. Aber wie sieht es mit einem Maus- und Tastatur-Setup aus, welches das 10-fache kostet? Ist es wirklich viel besser? Wir haben eine Custom-Tastatur für ganze 200€. Die Maus ist wireless und kostet 100€. Und das hier ist ein Custom-Pro-Player-Mauspad. Das ist halt wirklich schon krass. Aber wenn wir ehrlich sind, kann man mit günstigeren Alternativen auch zocken. Nur mit weniger Features und weniger Qualität. Das stimmt. Also ich glaube, bei einer Maus würde ich eher nicht sparen als bei einer Tastatur. Aber vielleicht, ich bin jetzt auch kein Competitive oder Pro-Player oder sonst was. Ich daddel ja einfach nur. Krasse Tricks von Spieleentwicklern. Die Bomben in Super Mario 64 sind in Wirklichkeit nur 2D-Texturen. Sie schauen aber immer in die Richtung des Spielers und sehen dadurch wie 3D aus. Grund war wahrscheinlich, dass 3D-Kugeln zu viel Leistung gebraucht hätten. Die Tische in Skyrim sind einfach Bücherregale, die im Boden versunken sind. So hat man sich gespart, ein neues 3D-Modell dafür zu erstellen. Und der Spieler bemerkt es sowieso nicht. Das stimmt. Ja, du kackst mir auf den Kopf. Alles riecht nach Schiss. Wenn ich dich sehe, dann werde ich handgreiflich. Komm, jetzt zeig, ich weiß Konfetti in dein Penis. Was? Wie lange dauert es, einen Stein durch ein ganzes Land zu kicken? Dafür laufe ich vom südlichsten bis zum nördlichsten Punkt Liechtensteins. Totale Länge über 30 Kilometer. Der sieht doch gut aus. Ey, okay. Also habe ich mich auf den Weg gemacht, meinen Littenstein durch Liechtenstein zu befördern. Stunde 1 ist durch, so sieht unser Stein gerade. Ja, aber warte, wie lange hat er, also wie viele Kilometer hat er jetzt geschafft? Aus. Am Ende zeige ich euch übrigens auch, wie viele Schritte ich gelaufen bin. Alter. Mein Stein ist von dieser Straße gerade diesen Hang hinunter. Wo ist mein Stein? Das kann nicht wahr sein. Zum Glück. Ich brauche eine Pause. Ich habe tatsächlich nur Knäckebrot dabei. Das wird super. Mm. Ich werfe jetzt unseren Stein einfach mal in die Richtung und hoffe, dass ich ihn wiederfinde. Oh, warum? Ich glaub, ich seh ihn doch. Okay. Oh, das war so dumm. Ah, wo ist er? Warum bin ich so? Oh, hier ist er. Das mache ich nie wieder. Endlich mal in einem Dorf angekommen, aber hier geht's bergauf. Und das ist nicht gut für meinen Stein. Bye, have a great time. Ich habe hier ganz gemütlich unseren Stein durch die Gegend gekickt. Er ist gegen diese Wand und dann zerbrochen. Nein. Morgen schauen wir, ob ich das Ganze wirklich geschafft habe. Also folg rein, um das nicht zu verpassen. Also wirklich 31 Kilometer zu Fuß und die ganze Zeit so einen Stein wegballern, das ist wirklich krass. Ich glaube, meine Mama ist da. Ich habe sie. Wenn du als Kind bei einem Freund warst und Mama dich abgeholt hat. Ja, da ist sie. Du hast recht, ich kann sie sehen. Aber dann bin ich ja froh, dass er sich hier gut benommen hat bei euch. Bitte sucht sie uns nicht direkt. Hoffentlich quatschen die wieder so lange miteinander. Silke, wir quatschen nächste Mal. Ich hab's ein bisschen eilig. Der Thorsten wartet zu Hause. Ja, stress dich nicht. Die müssen in Toms Zimmer sein. Komm, wir gehen mal hin. Oh nein, sie kommt. Ich glaube, du musst jetzt gehen. Nein, wir wollen doch noch Nintendo weiterspielen. Meine neue Kaffeemaschine ist gestern angekommen. Die ist wirklich der Wahnsinn. Ach, so schnell ist die schon da? Die muss ich mir eigentlich mal kurz angucken, weil ich wollte mir ja die gleiche bestellen. Ich kann uns doch eben noch einen Kaffee machen. Dann setzen wir uns in die Küche und du probierst einmal. Warte, lass mich mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, komm, einen können wir trinken. Ah! Ja, komm, ja, bester Moment. Ich manchmal fragt, woran orientiere ich mich? Immer nur an der oberen Kante. Ich gucke immer nur, dass es morgen hier kennst du oben ist ja, der du parallel macht es um 64 zu dieser voll auch. Speedruns voll hier krass links irgendwie. Ist es immer ein bisschen nicht gerade, hat einfach den simplen Grund, die Tastatur ist hier unten mehr am Boden als dort oben. Und ich so fühle ich mich auch gerade. GLP würde darauf richtig abgeeken. Der feiert sowas. 100 pro. Hab den rechten Winkel dort eingeblendet, einfach nur aus dem Grund, damit ihr sehen könnt, dass diese Kante horizontal, an der wir uns orientieren, ja auch parallel, also Bro, das ist, wenn die Tastatur hier geebnet ist. Bro, ich hasse ihn so sehr, aber ich liebe ihn auch so sehr. Versteht ihr, was ich meine? Mich fuckt sowas so krass ab. Das ist insane. Ich weiß nicht warum, das triggert mich so hart. Auf der anderen Seite ist mir eigentlich auch vollkommen egal, wie er seine Tastatur dahin stellt. Es macht mich so sauer einfach. Ich fühle es einfach so sehr. Manchmal habe ich das Gefühl, Basti GRG ist sozusagen sein GLP. Weil Pabalado, Junge, sein Zimmer sieht halt auch einfach sehr random aus. Ist trotzdem geiles Zimmer. Dann ist sie tatsächlich. Streams retten mir den Tag, ja, kleiner als dann drei. Ist das richtig. Links und rechts sieht man was Schwarzes. Ja, mein Bester. Das ist tatsächlich mein Tisch. Auf dem ist eine Tastatur meistens ganz praktisch. Und wirklich praktisch. Dann fällt sie nicht so oft runter. Für so Sprüche würde ich Basti gerne manchmal ein Bein stellen einfach. Macht sich nicht strafbar, wenn man ohne Tempobegrenzung einfach nur superschnell fährt. Genau das hat vor kurzem der tschechische Milliardär Radim... Stimmt, ja, mit diesem Bugatti ist er irgendwie 400 km/h gefahren. ...Passer erfolgreich ausprobiert. Der dachte sich, ich nehme heute mal meinen Bugatti Chiron und heize mit, Achtung,
417 km/h über die A2. Dabei hat er sich übrigens auch gefilmt. Hier ein Ausschnitt. So heftig, Mann. Und die anderen Fahrzeuge fliegen einfach so vorbei, als würden sie einfach nur stehen. Das rief natürlich die Staatsanwaltschaft auf den Plan, die Ermittlungen aufnahm, aber das Verfahren dann einstellen musste. Sie war der Ansicht, dass hier kein Rennen gefahren wurde und auch kein Einzelrennen. Denn ein was ist denn ein Einzelrennen? Einzelrennen liegt nur vor, wenn man rücksichtslos mit nicht angepasster Geschwindigkeit fährt. Hier war die Strecke weitgehend frei, es gab keine Geschwindigkeitsbegrenzung, das Wetter war traumhaft, die Sicht war hervorragend. Und er hatte jederzeit die volle Kontrolle über sein Fahrzeug. Ich brauche einen Bugatti, Alter. Na, ich will 400 km/h. Ich finde es krass, dass der Bugatti das überhaupt schafft, über 400 km/h zu fahren. Eine Sache fehlt in den Minecraft-Dörfern, welche nicht fehlen darf. Siri, generiere mir einen Dönerladen. Alles klar, Bruder. Da ist dann ungefähr die Maße, das Dach drauf. Also, ich sag mich ehrlich. Oh, jetzt hätte ich Bock auf einen Döner. Oh, ja, Mann. Okay. Es ist jetzt kein Meisterwerk. Ja, der sieht heftig aus. Der Dönerladen hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Aber das ist der 2,50 Euro Döner. Ja, der 2,50 Euro Döner, Alter, am nächsten Tag kommt der aber ganz schnell wieder raus. Das ist der einzige Ort, wo es noch Döner für 2,50 Euro gibt. Willkommen beim 2,50 Euro Döner. Was ist Ihre Bestellung? Ja, hallo. Ich hätte gerne einmal Durchfall. Ich bin vom Gesundheitsministerium und möchte schauen, ob Ihr Fleisch noch frisch ist. Unser Fleisch? Was ist das da hinter Ihnen? Hey, hallo, warten Sie! Was wollt ihr als nächstes sehen? Ja, als nächstes hätte ich ganz gerne einen geilen, saftigen Burger. Apropos Burger, das war's für heute, Leute. Wenn es euch gefallen hat, schallert gerne ein Like und ein Abo rein. Und dann sehen wir uns morgen zu einem neuen Video wieder.